Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruben mit Paul. Ich hoffe, euch geht's allen gut und heute wollen wir uns den Anti-Stress-Pinguin anschauen. Auf welchen Namen könnten wir den mal taufen? Ich nenne ihn mal Florian, ich finde, das passt ganz gut zu einem Pinguin. Der Pinguin sieht aus wie ein Pinguin, schwarz-weiß und hat die gelben Füße und die greift er auch mit seinen Händen. Er sieht aus, als ob er sauer ist, er hält seine Hände auf den Füßen. Aber ansonsten guckt er eigentlich relativ freundlich. Und wenn wir jetzt wütend sind, dann knallen wir nicht die Türen zu, sondern nehmen unseren Stresspinguin in die Hand und drücken auf dem rum. Oder können ihn auch eindrücken und platt drücken. Da guckt er auch ganz komisch, wenn man ihn so nimmt. Da macht er große Augen. Können natürlich auch rumschmeißen, gegen die Wand donnern. Und der Florian, der Pinguin, dem ist das egal. Der ist aus einem Material, das nicht kaputt geht. Wo man ihn vielleicht noch ganz gut einsetzen kann, ist auch im Schwimmbad. Da könnte man ihn auch schön durchs Becken schmeißen oder mit ans Meer nehmen. Sind ja bald Sommerferien, oder es dauert noch ein bisschen, aber da könnt ihr den vielleicht auch mit in Urlaub nehmen und euch den im Meer zuwerfen. Wenn wo auch immer ihr hinfahrt. Mir gefällt der Stresspinguin oder Anti-Stresspinguin eigentlich ganz gut. Wir hatten ja auch in der letzten Folge den Anti-Stress-Superheld Superbert vorgestellt. Der hat mir auch ganz gut gefallen. Den haben wir auch aufgeschnitten gehabt und haben geguckt, was drin ist. War ja eine Schaumstofffüllung. Das ist, wird hier wieder genauso sein. Also den müssen wir nicht aufschneiden. Da wissen wir schon, was drin steckt. Und der ist aber ein bisschen weicher als der Stressbert. Aber ich finde beide Motive echt wirklich schön. Jetzt könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vom Anti-Stress-Pinguin haltet. Ob der euch auch anti-stressen würde oder ob der euch vielleicht sogar noch mehr stressen würde. Und ansonsten natürlich abonnieren nicht vergessen und auch bewerten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge der Spielzeugtruhe wieder. Bis dahin, euer Paul. Tschüss.